Hallo und willkommen beim Grundstoff der Fahrschule, Bogen Nummer 8. Was versteht man unter defensivem Fahren? Defensiv ist eigentlich, naja, vorsorglich an jeder Kreuzung anhalten, mit Fehlern anderer rechnen, nicht auf den eigenen Recht bestehen. Okay, defensiv. Man wendet ab. Vorsorglich an jeder, na gut. Haben wir nicht gesehen. Defensiv. Was wollen die denn hier für soziale Fragen haben? Wir haben hier einen Führerschein. Welche Anzeichen warnen während der Fahrt vor aufkommender Müdigkeit? Verlängerte Reaktionsfähigkeit. Schwere Augenlider, häufiges Gähnen. Verkürzt. Mensch, da hätte ich ja Red Bull getrunken. Bitte starten Sie das Video. Oh Gott, schon wieder ein Bakterium. Schlimmer als jedes Coronavirus. Hat er überhaupt nach links und rechts geschaut? Gut. Aufgabenstellung. Vorsichtig durch. Ja, ich führe ihn über. Nein, ich breche ihn über. Wohlvorgang ab. Nein, warum? Hier ist doch genug Platz. Hä? Warum abbrechen? Hier ist genug Platz. Oder denke ich gerade wie als wie ein richtiger Autofahrer auf der Straße. Der würde ihn quasi überholen an der Rand, da wäre hier noch zu viel Platz. Und da hat er ein LKW unterm Arsch. Aufgabenstellung. Ich breche den Überholvorgang ab. Frag mich warum. Ehrlich, ich habe keine Ahnung. Da fehlt mir gerade die Logik. So, Radfahrer und LKW von mir, ich habe keine Sicht, wie es da vorne aussieht. Der könnte quasi jetzt hier rüberfahren, genau. Aufgabenstellung. Ich überhole den Radfahrer nach der Kurve. Ja, nach der Kurve. Zwischen LKW, nein. Vor Erreichen des LKW, nee, nach der Kurve, sicherer. Da ist ein besserer Überblick. Dass man vorne rechts ein Fahrzeug kommt, die Frage hatten wir schon in Bogen 6. Dass man vorne rechts kommt, das Fahrzeug auf seine Vorfahrt verzichtet. Nein. Bremsweg, ja. Hatten wir schon. Sag ich aber, reicht nur mal die ersten 30 Bögen machen, dann haben wir alle Fragen durch. Boah, hat er überhaupt mal gebremst beim Fahren? Bei der Kurve? Rechts abbiegen, Fußgänger. Ich biege ab, eigentlich muss ich den Fußgänger vorlassen. In der Theorie. So. Radfahrer? Das müssen wir jetzt mal anschauen. Wo ist denn hier ein Radfahrer? Ach, der da? An den habe ich ja nun ja nicht mehr gedacht. Und manchmal sind die wirklich schneller, als man denkt. Ach, deswegen habe ich jetzt hier rauf verlassen, habe auf das Bild geschaut und habe nur noch den Fußgänger gesehen. Stimmt, da muss man auch auf den Radfahrer drauf achten, weil der ist jetzt nämlich total im toten Winkel. Toter Winkel heißt, wenn man den nicht mehr durch Spiegel sehen kann. Das ist auch beim Einparken so. Ich habe zum Beispiel, ich habe einige Unfälle mit dem Auto gehabt. Ich war aber nur an einem beteiligt und das war beim Einparken abends. Da habe ich durch die B-Säule den Roller nicht gesehen. Hab eingeparkt und ja, hab den Roller ein bisschen umgefahren, weil ich habe einfach durch die B-Säule war der Roller komplett verborgen. Das war düster, nicht? Und außerdem war es noch dunkel. Gut, wurde ich gleich in der Versicherung etwas runter hochgestuft. Fand ich jetzt nicht toll. Nach so vielen Jahren konnte ich dann wieder so viel zusammen am Anfang. Das war echt dreist, aber egal. Und an anderen Unfällen war ich nicht beteiligt. Da, wie soll ich das sagen? Da stand ich an einer roten Ampel und da fährt eine Mercedes-Fahrerin mir voll hinten rein. Ich natürlich mit meinem alten Polo. Hat mir nicht ausgemacht, weil ich hatte keine Zentralverriegelung. Ich hatte Gummistoßstangen. Das heißt, sobald ich irgendwo angestoßen bin, gab es quasi eine Delle. Und da hat sich diese Stoßstange von selber wieder gerade gebogen. Das fand ich total geil.
Das Schloss war beschädigt. Für das Schloss habe ich noch 250 Euro bekommen von der Versicherung. Und ich habe eigentlich nur 10 Euro gezahlt, weil die Werkstatt hat einmal nur das Blech einmal mal gerade gehauen. Und dann hat das Schloss auch wieder geschlossen. Ja, damit war das Ding erledigt beim Polo. Bei dem neuen geht das nicht mehr, da ist so viel Elektronik drin. Tempomat, was Geiles. Einpackhilfe, was ich total zum Kotzen finde. Elektronische Scheibenheber. Östrokühl. Servolenkung ist super. Klimaanlage muss man nicht haben. Ich bin es jahrelang gewöhnt, mit einer russischen Klimaanlage zu fahren. Was ich aber geil finde, ist zum Beispiel, wenn man Gas gibt und bremst, also Brems- und Gasverstärker, dass man nicht mehr drauf treten muss und nicht Servolenkung. Darauf möchte ich nicht mehr verzichten. Gegebenenfalls auch auf dem Tempomat. Aber Klimaanlage und Klimaanlage und elektronische Scheibenheber und Zentralverriegelung muss man nicht unbedingt haben, kann man haben. Aber das andere ist schon echt geil. So, jetzt laber ich die ganze Zeit hier, ist ja schrecklich. Was müssen Sie beachten, bevor Sie einen Tunnel, nein, Phantombrille abnehmen? Klar. Nebelschirm, nein, 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 nein. Auch am Tage in gut beleuchteten Tunneln mit Abblendlicht fahren. Nebelscheinwerfer im Tunnel, dann sieht ja keiner mal was. Kann man gleich beim Verhör die Brille abnehmen und erstmal die Taschenlampe in die Augen halten. Will er einparken? Oder will er die Straßenseite wechseln? Wie verhalten Sie sich? Nach links abbiegen? Nein, verzögert und bremsbereit bleiben. Gleichmäßig wäre doof. Wäre doof. Wäre doof. Was müssen Sie beim Überholen hinsichtlich des Abstands beachten? Einen ausreichenden Seitenabstand zu anderen Verkehrsteilnehmern einhalten, klar. Mache ich zumindest immer. Einen ausreichenden Seitenabstand vor allem zu Personen einhalten. Nein, zu allen. Verkehrsteilnehmern und zu allen Personen. Ja, auch. Ich dachte jetzt zu allen. Zu mehrspurigen Fahrzeugen größeren Seitenabstand. Ich weiß jetzt nicht, was damit gemeint ist. Ich decke es einmal mal auf. Dann war das schon wieder falsch. Weil das war für mich plausibel. Das hat für mich keinen Sinn ergeben, aber ich wusste jetzt nicht. Was kann bei mehrspurigen Abbiegen zu besonders gefährlicher Situation führen? Genaues Einhalten des Fahrstreifens, nein, Fahrstreifenwechsel während des Abbiegens, klar, und zu schnell fahren. Kreuzberg, Cottbuser Tor, Beispiel. Einengende Straße, die beiden vorne voraus, Radfahrer, hatten wir schon mehrfach gehabt. Welches Verhalten ist richtig? Verzögern. Gut. Parken. Ich mache jetzt mal 10 draus. 5 Meter. Gut. Ich vergesse sowieso wieder. Wie weit darf eine Ladung über den Rückstrahler nach hinten hinausragen, ohne dass einige Kennzeichen. Ich glaube 0,5. 1 Meter. Und dann muss rot gekennzeichnet sein, okay? Gut. Und nach vorne 2,50 Meter. Nach hinten 1 Meter. Sie kommen als Erster an eine Unfallstelle mit Verletzten. Was sollten Sie in der Regel Unfallstelle absichern? Nächste Telefonzelle fahren und Rettungsdienst alarmieren. Okay. Zur nächsten Telefonzelle fahren. Das Programm ist von 2019. Daher kostenlos. 2019 gab es keine Telefonzellen mehr. Die gibt es schon lange nicht mehr.
Die Telefonzellen, die wir jetzt noch haben, das sind Bibliotheken. Da drinnen kann man Bücher verschenken.